So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update von der Minecraft Bedrock Edition, also die Beta, habe ich vergessen hinzuschreiben, glaube ich, aber kann ich ja noch machen, kein Ding. Also für die Beta, also nicht die normale, sondern die Beta halt, wo man dann oben den Text stehen hat, sieht man ja, ne? Oben steht es halt, Beta 1808. Und ja, da sieht man schon mal, dass ein bisschen was von den neuen Sachen, die auf der Minecon angekündigt wurden, eingefügt wurden. Zum Beispiel die Katzen, die habe ich gesehen, die laufen in den Dörfern rum. Die kann man auch zähmen mit Fisch, also so wie die Ocelots. Ich glaube aber, das geht ein bisschen schneller als bei den Ocelots, weil diese Katzen hauen nicht ab. Die Ocelots, die hauen ja mal ab. Und ja, was viele freut, die Pandas sind auch da. Die Pandas, juhu. Ja, eine Katze habe ich schon gezähmt, weil ich mal probieren wollte. Und ja, die Pandas, die machen auch ein paar lustige Sachen. Die rollen sich durch die Gegend oder liegen hier auf dem Rücken, essen Bambus und sowas. Apropos Bambus, Bambus gibt's auch hier, ne? Sieht man, Bambus, also die Sachen, die man halt gesehen hat, ne? Aus dem Dschungel da. Ich habe aber gesehen, es wird wohl noch nicht generiert, also der Bambus und sowas. Ich habe das noch nirgendwo gesehen, ne? Panda, alles klar? Wenn ich beispielsweise Bambus in der Hand halte. Oder warte mal, ich mach mal hier. Wo war nochmal neben? Ah, nee, das war der. Nicht. Hab ich vergessen. Ich habe schon ein Weilchen nicht mehr auf der Xbox gespielt, aber ich nehme mal hier, wo haben wir denn? Bambus. Wenn ich jetzt Bambus in die Hand nehme, dann folgen die mir. Sieht man, der folgt mir schon mit dem Blick und jetzt rennt er mir so hinterher. Kann die auch füttern damit. Komm mal her hier. Kollege, hast du auch keinen Hunger oder was? Ich komme mal rein hier zu dir. Oder du? Hast auch keinen Hunger. Manchmal geht's, manchmal nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, also man kann sie füttern damit. Also habe ich vorhin ging's. Und die Katzen halt auch, ne? Jetzt geht's auch mit dem Fisch. Und wenn ich die Katzen jetzt einfach fütter hier mit einem Fisch, zwei, na gut, geht um einige schneller. Und die hauen auch nicht ab. Man sieht, die gucken einen auch gleich an, wenn man den Fisch in der Hand hat. Nicht so wie die Ocelots, die einfach abhauen. Ja, und was Praktisches, was wir hier drin haben, sind die Baugerüste. Wenn man jetzt ein Haus baut und macht man ja immer mit der Erde und so, ne? Oh ja, dann man kann hier sozusagen reingehen, wenn man jetzt sagt, hier muss unten noch was ausbessern. Gehst einfach hier rein und das hier auch, hau ich mal ab. So, muss da ausbessern. Und dann fragt ihr euch, wie kommt man denn nach oben, wenn man hier reingeht, ne? Einfach mal springen. Und dann kommt man einen höher. Hört sich auch an, als wenn man auf Holz läuft. Ja, und dann baut man. Kannst du auch ringsrum bauen ums Haus und so. Und dann nächste Etage einfach wieder ein höher und so weiter und so weiter. Ja. Und hier oben. Bis man dann fertig gebaut hat. Craften kann man diese Dinge natürlich so. Drei Sticks an der Seite, also drei Bambus an der Seite, drei an der Seite und hier oben ein Spinnenfaden. Kriegt man zusammen und dann kann man sich das Ding bauen. Finde, kann man auch dekomäßig als Tisch benutzen, finde ich. Also sieht auch wie ein Tisch aus. Man kann wahrscheinlich nichts draufstellen, weil man kann auch durchlaufen, deswegen. Man kann aber sich. Okay, man kann sich draufstellen. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich bin jetzt mit dem Bau fertig und jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder abbauen, müsst ihr nicht einmal hier die erste Schicht unten abbauen. Huch. Müsst ihr aber hier auf den Dingern treffen, ne? Und dann platsch, alles weg. Die könnt ihr auch wieder einsammeln. Und dann geht das schon. Ich baue das wieder auf oder so. Ja. Ich habe schon versucht, ob man damit vielleicht auch. Man will ja auch die Dinge auch für andere Sachen vielleicht benutzen, so dekomäßig oder so. Ob man damit eine Brücke bauen kann. Kann man leider nicht. Weil man kann halt, wenn man ein Haus baut, sag ich mal, in eine Linie. Man kann halt aber nicht. Man kann es hier. Vielleicht kann man dann hier unter die Erde wegnehmen. Ja, vielleicht kann man es doch.
Aber man kann jetzt hier dran. Doch, kann man doch. Ich habe mich wahrscheinlich vorhin nur blöd angestellt. Vielleicht kann man doch eine Brücke damit bauen. Muss man mal gucken. Also irgendwie kriegt man das schon hin. Gut, alles klar. Und ja, mehr, es gibt noch so ein paar Bugfixes und sowas alles, ein paar andere Sachen, ein paar neue Befehle und sowas gibt es auch, glaube ich. Aber ich habe mich jetzt erstmal nur um den Content gekümmert, den man sehen kann hier, was das angeht hier mit den Katzen und Pandas und sowas. Und ja, finde ich ganz cool, nach dem Aquatic-Update jetzt auch wieder so schöne Sachen dazukommen. Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Wir werden sehen. Und ja, tschüssi. Wo war denn das? Ach, hier.